Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie immer herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Mann, geht die Zeit schnell vorbei und wir haben jetzt schon den zweiten Advent hinter uns, aber ich kann euch sagen, auch in dieser Zeit sind wir nicht inaktiv. In der heutigen Folge soll es mal wieder um einen Reload gehen, also um ein Video, was schon mal vor einiger Zeit hochgeladen war, aber ich kann euch sagen, ich habe das alles komplett umgebaut und heute gibt es auch wieder ein bisschen, ja, ihr hört schon, ein bisschen Stimme dazu. Kommt also mit in eine Location, die leider einem Attentat zum Opfer fiel und sich infolgedessen nie wieder davon erholen sollte. Holt also eure Ohren raus und kommt mit auf Tour. Sollten euch im Übrigen verlassene Orte hier im Osten Deutschlands generell interessieren, dann seid ihr bei uns an der richtigen Adresse. Schaut doch am besten mal dazu auf unseren Kanal, dort findet ihr über 80 Folgen und auch jeden Mittwoch eine weitere. Abonnieren lohnt sich also und nun wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig. Und heute zeigen wir euch die Theaterfabrik Sachsen und das, was daraus wurde. Doch bevor wir uns allerdings mit den letzten Jahren dieses gut besuchten Veranstaltungsortes widmen, wollen wir erst einmal in die Vergangenheit schauen und mal gucken, was hier früher so geschehen ist. Den Ursprung liefert uns die 1895 gegründete Lack- und Farbenfabrik Springer und Möller AG. Anfangs noch mitten in der Innenstadt Leipzigs am Brühl gelegen, begann man hier in einem kleinen Geschäft mit der Fabrikation von Farben und Lacken, die gut ankamen und dazu führten, dass die Produktion stetig erweitert werden musste, um schneller mehr produzieren zu können. 1899 dann der Umzug in die Lohmühlgasse, einem größeren Gebäude auf einer Straße, die es heute nicht mehr gibt. Doch auch dort reichten die Kapazitäten nur ein paar Jahre aus und man blieb auch hier nicht lang. Man entschloss sich nun endlich selbst zu bauen und zog auf das frisch angelegte Industriegebiet West nach Leutsch in ein Werk mit Platz und vor allem Zukunft. Es entstanden Werkhallen, ein weithin sichtbarer Wasserturm und ein Kulturhaus, was für uns später noch interessant werden wird. Ab 1904 fand man die Firma nun in der heutigen Franz-Fleming-Straße 16 bzw. der Hans-Drieh-Straße 54. Das Objekt befindet sich ja an einer Straßenkreuzung. Leipzig war zu dieser Zeit das Mekka der Druckindustrie, weswegen Farben und Druckerzeugnisse hier mehr denn je abgesetzt werden konnten. Dennoch wurde weltweit exportiert, weswegen der Umzug nach Leutsch rückblickend fast schon unausweichlich wurde. Man produzierte in dieser Zeit vor allem Öllacke, Buntfarben und Kunstharze, außerdem Druckereifarben und diverse Hilfsmittel, die hauptsächlich in der Werbeindustrie zum Einsatz kamen. Nach
Nach unseren Informationen entstand 1913 gegenüber des Werkes ein großes Verwaltungsgebäude in der Franz-Fleming-Straße 15, welches wir exklusiv mit der Zustimmung von Haushalten anschauen durften. Wer Haushalten nicht kennt, der Verein kümmert sich um leerstehende, meist denkmalgeschützte Gebäude und versucht in Absprache mit dem Eigentümer eine zeitlich begrenzte Nutzung des Gebäudes für beispielsweise Künstler möglich zu machen. Es ist quasi eine Win-Win-Situation. Während die Künstler ein günstiges Atelier erhalten und lediglich die Nebenkosten zahlen müssen, kümmern die Künstler sich eben um den Erhalt und die Sicherung des Gebäudes, ähnlich wie es bei Wächterhäusern der Fall ist. Das Verwaltungsgebäude war nach der Wende teilweise ungenutzt und leerstehend, später bezogen die unteren Etagen einen Motorradclub. Heute ist das Gebäude in den Händen von Künstlern und mit der Hilfe von Haushalten zu einem Atelierhaus umfunktioniert. Aber nun wieder zurück zum Werk. 1936 gab es erneut einige Umbauten an der Anlage und man vergrößerte sich an Ort und Stelle. Ob die Produktion während des Zweiten Weltkrieges zugunsten der Rüstung abgeändert wurde oder ob man gar für die IG Farben produzieren musste, ist uns nicht bekannt. Fakt ist aber, dass mit Ende des Krieges 1945 die sowjetische Militäradministration die Anlage übernahm und vermutlich auch ungehindert weiterproduzieren ließ. '48 erfolgte dann, und ja, ihr ahnt es schon, die Zwangsverstaatlichung und Umwandlung in vermeintliches Volkseigentum. So entstand also nun der VEB Farben- und Lackfabrik Leipzig. Man plante allerdings auch schon zu DDR-Zeiten mehr mit dieser Anlage und so wurde das Werk zu einer Hauptverwaltungsstelle und damit fast schon zum Kopf der gesamten Farbindustrie in Ostdeutschland, als übergeordnete Dienststelle der Vereinigten Volkseigenen Betriebe, kurz VVB, Lacke und Farben. Mit Ende der 70er Jahre war das Kombinat größter und alleiniger Hersteller von sämtlichen Farben, chemischen Lacken und Harzen jeglicher Art in der DDR.
Mit den letzten Tagen der DDR gelang es, das Werk in eine GmbH umzuwandeln. Schon kurz darauf erfolgte durch die Herberts GmbH, einem Autolackhersteller, ein Übernahmekauf. Man produzierte danach ungehindert weiter, bis 1997 kurzerhand Schluss war. Hier endet dann nach knapp über 100 Jahren Farbindustrie das Kapitel der Erfolgsgeschichte eines Traditionsunternehmens. Was in den darauffolgenden 6 Jahren mit der Anlage passierte, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Erst ab 2003 reaktivierte die Theaterfabrik Sachsen das Kulturhaus, in welchem schon früher verschiedenste Festlichkeiten und Veranstaltungen stattfanden. Man baute weite Teile des Werkes um und so entstand neben einem Hostel viele kleine Aufführungsräume, ein großer Theatersaal und eine Veranstaltungshalle. Der Rest der Anlage wurde für Requisiten und als Lager genutzt. Auch außen tat sich einiges. Der Wasserturm erhielt einen neuen, weithin sichtbaren bunten Anstrich. Auch Leuchtreklame durfte nicht fehlen. Es zog endlich wieder Leben ein und es sollte sich lohnen, sodass die hier gegründete Theaterfachschule selbstverständlich auch hier Räumlichkeiten nutzte. Verschiedenste Aufführungen fanden hier statt, zu erwähnen sind vor allem Kabarett- und Theaterstücke bis hin zu abwechslungsreichen Konzerten. Das gefiel allerdings nicht jedem, Geschmäcker sind ja wohl bekanntlich verschieden, denn mit der Zeit traten hier auch immer wieder Bands auf, die man in Teilen der rechten Szene zuordnete, zumindest wenn es nach den Linken geht. Entsprechend folgten diverse Demonstrationen und Boykottaufrufe aus dem linken Block. Am 3. September 2015 brachen vermutlich nachts Unbekannte in die Theaterfabrik ein und zerstörten einen der großen Säle mit Buttersäure, entwendeten diverse elektrische Anlagen und entzündeten diese. Der Betrieb wurde im Anschluss direkt eingestellt und Touren verschoben. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sperrte im Anschluss den Veranstaltungsort bis auf Weiteres. Von diesem Anschlag sollte sich die Theaterfabrik leider nie wieder erholen und so ging an dieser Stelle ein ganzes Stück Kultur verloren. Nur 6 Monate später, am 16. März 2016,
wurde bereits das Insolvenzverfahren eröffnet. Doch die schlechten Nachrichten sollten nicht abreißen. In der darauffolgenden Zeit sprach sich rum, dass das Theater ungenutzt umhersteht. Diebe brachen immer wieder in die Anlage ein und entwendeten so ziemlich alles, was man zu Geld machen konnte. Vor allem auf die Klappsitze im großen Theatersaal hatte man es besonders abgesehen. Der Rest wurde mit zerstörerischer Gewalt geöffnet und durchwühlt. Im ganzen Haus lagen Reste von Requisiten umher. Ein trauriger Anblick. Wir waren insgesamt zweimal im Objekt und nur eine Woche nach unserem ersten Besuch brannte es am 21. Oktober 2017 gegen 19.50 Uhr. Das Feuer brach in einem der üppig gefüllten Lagerräume aus, wo vor allem Requisiten eingelagert waren. Eine Woche später waren wir dann erneut dort, um uns das Schauspiel mal anzusehen. Sämtliche Gegenstände waren unwiederbringlich verbrannt. Selbst die große Guillotine, die man für Theaterstücke dort genutzt hatte, war nichts mehr als Asche. Infolgedessen musste sich nun endlich wieder etwas tun und es tat sich etwas. Zuerst wurde das Gebäude entmüllt und aufgeräumt, man könnte fast sagen entkernt und wieder verschlossen, bis ein Projektentwickler und zwar die InStone Real Estate das Areal für mehrere Millionen Euro kaufte und einiges damit vorhatte. Auf dem Gelände sollen nun 75 Wohnungen entstehen, außerdem soll das Ganze denkmalgerecht saniert werden und wieder im ursprünglichen Glanz erstrahlen. Ab Mitte 2021 soll der erste Bauabschnitt dann fertig sein. Ja, was sagt ihr zur Theaterfabrik Sachsen? Hat man es gut gelöst? Hätte man nicht noch was anderes draus machen können? Oder seid ihr einfach nur froh, dass man es überhaupt gerettet hat? Ich bin froh, dass man endlich dem Treiben dort ein Ende gesetzt hat. Es war einfach nur noch pure Zerstörung, pure Gewalt. Man hat dort nichts Sinnvolles mehr vorfinden können. Alles war zerstört. Es war ein ganz schlimmer Anblick. Aber jetzt tut sich ja zum Glück was und schon bald ist die komplette Anlage denkmalgerecht saniert, wieder bewohnt und generell geht es ja auch mit der Franz-Fleming-Straße endlich wieder bergauf. Ja, im Anschluss gibt es wie üblich noch einige Bilder von uns, die wir hier schießen konnten und ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Urbex LE, verlassene Orte hier in Ostdeutschland. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis nächste Woche, macht's gut und ciao.